Ich bin Klaus und lebe mit meiner Elsa, meiner Kuh. Und eines Tages flüsterte sie mir zu: Ich möchte andere Länder sehen und auf fremden Wiesen stehen. Ja, kann ich verstehen. Scht. Ja, ist ja gut. Hier bin ich ganz allein. Soll das mein Leben sein? So stieg ich auf Elsas Rücken auf und das Schicksal nahm seinen Lauf. Ho, 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 ho. Siehst, ne? Viele Menschen winkten uns freudig zu. Elsa war glücklich und sagte: Nu. Nun werd ich im ganzen Land verrückter oder Klaus genannt. Oh, das ist ja süß. Ja. Aus dem Allgäu komme ich her. Deshalb fällt mir das Jodeln gar nicht schwer. Ah, Jodeln? Mensch. Und weil das den Menschen gut gefällt, verdiene ich so mein Geld. Ja. Und Elsa schaut mich glücklich an. Sie hat nun einen Ehemann. Ja, toll. Auch wenn ich alt bin, ohne Zähne und vielen Falten, achtet stets die Alten. Ja, liebe Kinder. Ja, also, ich bin sprachlos. Das ist ja so ein tolles Gedicht, lieber Klaus. Ja. Aber du kommst aus dem Allgäu? Ja. Hatte ich doch schon gesagt. Oh, dann kannst du ja bestimmt jodeln, oder? Na klar. Oh, kannst du mir eine Kostprobe geben? Das wäre ja super. Ja, das kann ich machen. Ja, toll. Mach mal. Jalala hudi, jalala hudi, das ist ja der Wahnsinn. Wow, Klaus. Ja, das kann ich gut. Wahnsinn. Ja, ach, Klaus. Ach, und was können wir den Kindern jetzt sagen? Ja, liebe Kinder, also, wenn ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid und ein alter Herr oder eine alte Dame finden keinen Platz, dann steht bitte auf. Na, die Beine von den Alten machen nicht mehr so gut mit. Ja? Okay. Ich hab euch lieb. Ciao. Ciao. Ja, Laudi. Ciao. Ciao.